Jo Leute, was geht? Willkommen zurück zu Tears of the Kingdom. Ich bin gerade dabei, auf Twitch die 100% zu knacken. Ich bin jetzt gerade bei 68, 6, 9. Diese Anzeige bekommt ihr erst, wenn ihr das Spiel durchgespielt habt, falls ihr die Frage habt. Und ich habe mir gedacht, es würde sehr gut passen, einmal zu erklären, wie die ganzen Krog-Rätsel funktioniert. So was Ähnliches hatte ich schon mal für Hogwarts Legacy gemacht. Und damit fangen wir jetzt an. Wir gehen einmal jeden Krog, den es gibt, jedes Rätsel ab und ich erkläre euch, was ihr da jeweils machen müsst. Da sind wir auch schon beim ersten. Ihr werdet ganz oft solche Plattformen in der Welt finden, wo ihr einmal drauf gehen müsst und dann so eine Plattform erscheint und dort müsst ihr einmal landen und so bekommt ihr den ersten Krog. Als nächstes, das findet ihr eigentlich meistens nur auf den Sky-Inseln, also auf den fliegenden Inseln. Seht ihr solch eine Scheibe an der Seite eines Steins? Und was ihr dann einfach machen müsst, ist hier runterklettern und genau hier drauf gehen. Und dann kriegt ihr schon den nächsten Krog. Dann gibt es in der Welt ganz oft solche Steine, die ja, einfach irgendwo rumliegen. Und wenn ihr die anhebt, gibt es darunter auch einen Krog. Das ist so die simpelste Variante eines Krogs, glaube ich. Richtig oldschool. Ja. Achtet immer schön auf die Steine. Eine Krog-Variante, das werdet ihr öfters in der Welt sehen, sind diese gelben Blumen. Und wenn ihr dort dran geht, dann springt die zum nächsten Punkt und ihr müsst diese Blume verfolgen. Und wenn ihr die Blume bis zum Schluss verfolgt habt, dann kommt erst der Krog raus. Das kann mal länger sein und mal kürzer. Aber gerade wenn ihr ein Headset auf habt mit 3D-Sound, dann könnt ihr hören, wo die Blume auftaucht und kriegt so den nächsten Krogsamen. Hier gibt es eine kleine Abwandlung wieder von dieser Plattform. Wenn ihr auf diese Plattform geht, dann kommt so ein Lichtstrahl und den müsst ihr verfolgen und in der Luft auffangen. Keine Sorge, wenn ihr es nicht schafft oder euch erstmal anschauen wollt, ihr könnt jedes Mal wieder drauf und dann kommt das wieder neu, bis ihr euch sicher seid, wie ihr das am besten macht. Und dann geht ihr drauf. Springt hinterher und versucht den mit A-Spamming einzusammeln und dann habt ihr auch diesen Krog gefunden. Als nächstes haben wir hier diese Nüsse. Die findet ihr ganz oft ganz doll versteckt in der Welt. Was ihr hier machen müsst, ist einfach nur die Nuss abschießen mit einem Pfeil und dann findet ihr auch diesen Krog. Als nächstes gibt es ganz oft diese Krogs hier mit einem riesen Rucksack, die irgendwo in der Welt rumliegen und zu ihrem Freund gebracht werden. Die könnt ihr einfach einmal ansprechen und dann seht ihr nicht weit entfernt solch ein Rauchsignal. Und was ihr dann machen müsst, ist den Krog einfach wieder nach da oben bringen. Hier gerade ist es ein bisschen kompliziert, weil hier ist eine Steilwand, aber ihr könnt euch natürlich auch immer ein Gefährt bauen oder versuchen, so wie ich, den einfach dorthin zu kriegen. Und sobald ihr den da habt, dann kriegt ihr sogar direkt zwei Krogsamen. Also das lohnt sich extrem. Hier komme ich einfach hier hoch. Hoffe ich. Und wenn ihr den Krog dann abgegeben habt, dann kriegt ihr hier sogar direkt zwei Krogsamen auf einmal. Diese Missionen lohnen sich immer am meisten. Als nächstes seht ihr öfters solch einen Baumstumpf und dann in der Nähe ein Stein. Den Krog hier habe ich tatsächlich schon, aber ich dachte, wenn ich gerade mal dran vorbeilaufe, dann zeige ich euch das auch direkt. Was ihr machen müsst, ist einfach den Stein nehmen und mit der Ultrahand hier reinfallen lassen. Und sobald er da drin ist, kriegt ihr den Krog. Einer der einfachsten Aufgaben, würde ich sagen. Hier haben wir ein Breath of the Wild Klassiker. Dieser Fleck bedeutet, da sollt ihr einmal von etwas erhöhtem Vorsprung abspringen. Das mache ich mal. Mit dem Körper da rein, das ist ganz wichtig. Und dann erscheint der Krog und ihr kriegt auch hier den Krogsamen. Überall in der Welt könnt ihr solche Konstruktionen finden. Ist so ein bisschen wie im Breath of the Wild. Da gab es sowas Ähnliches auch schon. Und was ihr machen müsst, ist immer das Teil, was es hier vor Ort gibt, mit hier einfügen, so dass es irgendwie zu dem Ding hier passt. Und ich würde sagen,
Das müssen wir einmal hier so durch, oder? Ja, perfekt. Das, so kriegt ihr dann den nächsten Grog. Dann gibt es in der Welt auch noch diese Dinger hier, wo ihr den verfolgen müsst und fangen müsst. Und wenn ihr das geschafft habt, dann gibt es auch wieder einen Grog dafür. Auch gab es, glaube ich, auch schon Breath of the Wild. Hier gibt es wieder eine kleine Abwandlung von dieser Plattform. Dieses Mal müssen wir ganz schnell dorthin. Und das mache ich mal ganz kurz mit euch. Geht wieder neu drauf und dann springen wir hier oben ab. Mit Tuli natürlich kein Problem. Und sobald ihr in Zeit hier ankommt, kriegt ihr den nächsten Grog. Als nächstes gibt es hier diese Windräder. Die gibt es in zwei verschiedenen Varianten. Einmal so und einmal leuchten die so gelblich. Ich würde jetzt nicht beide zeigen, weil beide dasselbe machen. Im Prinzip tauchen dann solche Ballons auf und die müsst ihr einfach abschießen. Einmal, zweimal und dreimal. Und dann kriegt ihr hier den nächsten Grog. Hier gibt es natürlich ganz viele verschiedene Versionen. Einmal ist er ganz weit weg, manchmal versteckt hinter einem Baum. Müsst ihr schauen, aber diese Windräder bedeuten immer, hier gibt es einen Grog. Des Öfteren gibt es solche Blätterhaufen. Die müsst ihr einmal wegmachen und darunter findet ihr einen Stein. Und wenn ihr den Stein aufhebt, wenn ihr den Stein aufhebt, dann gibt es auch hier wieder einen Grog. Also immer schön Ausschau halten nach dem Blätterhaufen. Manchmal gibt es auch an solchen erhöhten Stellen einfach ein Glitzern, welches ihr untersuchen müsst. Und wenn ihr das untersucht habt, gibt es auch hier wieder einen Grog. Das kann natürlich an den unterschiedlichsten Stellen sein. Das Glitzern sieht man auch erst, wenn man wirklich genau davor steht. Der ist wirklich tricky. Überall in der Welt sind solche Steinbilder verteilt. Die kennt ihr bestimmt auch noch aus Breath of the Wild. Und diese Steinbilder müsst ihr dann mit den fehlenden Steinen ausfüllen. Ich hatte jetzt hier gerade einen kleinen Skelettangriff. Und die Steine, die sind auch nicht mehr, zumindest aus meiner Erfahrung her, nicht mehr so weit weg, wie es bei Breath of the Wild war. Dort konnten die Steine ja wirklich sehr weit weg sein. Hier hatte ich bisher immer das Gefühl, dass die Steine sehr nah beim Steinbild daneben sind. Und so kriegt ihr auch einen Grog. Es gibt solche roten Pfeile, die direkt auf einen Grog zeigen. Hier ganz versteckt oben ist actually obvious, weil es wird wahrscheinlich diese Spitze da sein. Verfolgt einfach diese Pfeile dort, wo sie hin zeigen. Die sind immer auf der richtigen Höhe. Und geht dahin, wo der Pfeil hin zeigt. Was mache ich hier eben? Es ist nicht hier. Wo ist es? Ist es da, die Spitze? Könnte auch die Spitze sein. Seid ihr mal live dabei, wie die Suche dann abläuft. Ich gehe mal hier hoch. Vielleicht ist es auch hier hoch. Passt das? Oder noch eine Spitze weiter? Ah, nee, der Pfeil zeigt eher auf die Spitze. Hier? Ah ja, hier ist es. Und das sind die Pfeile. Hier haben wir einen Grog, da bin ich actually richtig froh, dass ich den gefunden habe, weil der ist nicht so oft in der Welt. Da habe ich ganz am Anfang nicht ganz verstanden, was ich machen muss. Aber dieser Korken bounced auf dem Wasser und deswegen müsst ihr den einfach unter Wasser drücken und dann loslassen. Bop! Und dann fliegt er raus und ihr kriegt den nächsten Grog. Als letzten, und ich hoffe, das ist der letzte, und ich hoffe, dass ich alle gefunden habe. Es ist eine 2-Stunden-Aufnahme. Ich habe wirklich sehr, sehr, sehr viele Grogs abgefarmt, um wirklich jedes einzelne Rätsel zu finden. Und hier haben wir das letzte, das kann ich euch leider nicht zeigen. Hiervon habe ich in 2 Stunden keins mehr gefunden. Aber was ihr machen müsst, ist an dieser Stelle den Wandsprung einsetzen. Genau durch dieses Schild durch. Und dann kriegt ihr dort einen Grog. Und ich würde sagen, als allerletztes ist noch ganz wichtig, wo ihr die Grog-Maske herbekommt. Und die bekommt ihr im Untergrund. Und zwar im Untergrund in einer Arena. Und ich würde euch einmal ganz genau zeigen, welches. Macht natürlich Sinn, dass es die Urwald-Arena ist im Grogwald. Ich hatte euch schon mal erklärt, wie ihr in den Grogwald kommt. Da kommt ihr ja nur unterirdisch hin. Deswegen, ihr müsst hier links rein und dann hier ganz oben in der Arena müsst ihr alle Gegner besiegen und dort in der Truhe bekommt ihr die Grog-Maske. Und jetzt würde ich mich natürlich extrem freuen, wenn ihr ein Like auf dem Video lasst. Es war wirklich sehr viel Arbeit, die ganzen Grogs zu sammeln.
Und wenn ihr nichts verpassen wollt, gerne ein Follow da lassen. Wird in der nächsten Zeit auf jeden Fall noch sehr viel Stuff zu Zelda kommen. Und dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal, Leute. Haut rein.